Das Heinz-Nixdorf-Museum in Paderborn zeigt in seiner Dauerausstellung 5000 Jahre Geschichte, Gegenwart und Zukunft der Informationstechnik. Heinz-Nixdorf war der Wegbereiter der dezentralen Datenverarbeitung. Er hat 1952 seine Firma gegründet, die später Nixdorf Computer AG hieß, hier in diesem Hause im heutigen Heinz-Nixdorf-Museumsforum ihre Verwaltung hatte. Und die Nixdorf Computer AG war sicherlich das bedeutendste Computerunternehmen in Deutschland, eines der bedeutendsten in Europa, auch international, auch in den USA aktiv. Und Nixdorf hat mit seiner Idee, Computer an den Arbeitsplatz zu bringen, eine wirkliche Revolution in der Computerwelt ausgelöst und eben sehr anwendungsorientiert, sehr nah am Benutzer gearbeitet und dadurch seinen Erfolg gehabt. Das Heinz-Nixdorf-Museumsforum ist natürlich seinem Gründer, seinem Ahnherrn Heinz Nixdorf verpflichtet, stellt also die Computergeschichte dar, von der Keilschrift bis zum Internet. 5000 Jahre Geschichte der Informationstechnik kann man hier sehen und erleben. 1996 ist das Haus von Helmut Kohl, dem damaligen Bundeskanzler, eröffnet worden. Wir versuchen, die Themen der Ausstellung sehr interaktiv, sehr unterhaltsam zu präsentieren, sodass man also Kinder, Familien, Schulklassen natürlich, Laien, aber auch Experten sicherlich ihren Spaß und auch ihre Informationen bekommen können. Auf der anderen Seite, der Name Museumsforum sagt, sind wir ein bedeutender Veranstaltungsort. Das Forum präsentiert die Themen der Dauerausstellung in Vorträgen, in Workshops, in Tagungen, sodass das gesamte Haus sich diesem Thema Informationstechnik, Informationsgesellschaft widmet. Der Max-Planck-Science-Tunnel, den wir zurzeit zeigen, bis zum 24. Februar hier im Haus, startet hier seine Welttournee. Es ist die erste Station, danach geht er nach Moskau und dann um die ganze Welt. Und hier kann man Grundlagenforschung erleben und entdecken. Grundlagenforschung der über 80 Max-Planck-Institute in insgesamt 8 Ausstellungsbereichen. Es geht da um Astronomie, es geht um Geologie, um Gesundheit, um Klima. Also Themen, die sehr aktuell sind. Und man sieht hier, was zurzeit erforscht wird, was in den nächsten 20 Jahren in etwa sicherlich uns alle irgendwo betreffen wird und was gerade in der Forschung aktuell ist. Und das auf eine sehr auch interaktive, sehr spannende Art und Weise.